Ja, hallo und willkommen zu Terranil Demo. Das Spiel ist tatsächlich schon raus. Ich wollte mir trotzdem erstmal über die Demo angucken, um einfach wirklich zu schauen, möchte ich das tatsächlich spielen, bevor ich mir das hole, weil ich bei dem Spiel noch nicht so 100% sicher bin. Deswegen, ja, schauen wir uns das einfach erstmal an. Ich habe eben auch schon angefangen, die Demo. Leider ist mir währenddessen dann komplett Bluescreen der Computer abgestürzt und das hat auch mir die Aufnahme zerhackt. Deswegen muss ich jetzt nochmal komplett von vorne anfangen. Weiß aber jetzt schon, was kommt am Anfang. Es wird eine Map generiert, zum Beispiel. Und dann kriegen wir ein bisschen Tutorial. Und das gehe ich mit euch natürlich aber auch nochmal durch. Willkommen zu Terranil. Hier geht es darum, dieses Ödland wieder schön grün zu machen. Also, Blick in unsere Zukunft. Das ist witzig, weil das wahr ist. So. Und es gibt mir jetzt das Tutorial nicht mehr, weil ich es schon gespielt habe. Cool. Verdammt. Ja, nun. Im Tutorial. Also beginnt erstmal die Demo so, dass man hier ein kleineres Eckchen-Land hat, nur so ein kleines Viereck, und dann erstmal beigebracht bekommt, sollst du als erstes eine Turbine bauen für Energie. Und diese Turbine kannst du stellen auf Stein. So. Und dann das nächste Gerät, was du bekommst, ist dieser Scrubber, der das ganze Gift aus dem Boden saugt und wieder schöne Erde herstellt. Und er braucht halt eben die Turbinenenergie. Und das machen wir doch mal hierhin. Und kann schon mehrere so pro Dingens bauen, ne? Ich habe das jetzt im Tutorial so ein bisschen perfektionistischer noch gemacht. Das gebe ich euch jetzt aber nicht. Ich stelle das jetzt mal, setze das jetzt mal ein bisschen schneller hin. So, und dann bekommt man diesen Irrigator. Ich denke übrigens, das Hauptspiel wird auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Wie gesagt, das ist auf Steam ja schon raus. In der Demo habe ich aber, glaube ich, keine Sprachauswahl. Zumindest habe ich keine gesehen. Deswegen hier noch auf Englisch. Ich übersetze so gut es geht. Das Ding macht, dass die Erde wieder grün ist. Und das ist so ein bisschen L-förmig und das kann man mit R oder mit dem Mausrad drehen. Und wenn da der Baum jetzt nicht wäre, könnte ich es noch besser platzieren. Wird der Baum jetzt auch grün? Noch nicht. Doch, 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 er wird grün. Wunderbar. Okay. Tada, wir haben begrünt. Dann können wir hier mit der Wasserpumpe Flüsse wieder auffüllen. Mit dem Calcifier kann man Steine errichten. Das zieht irgendwie die Kristalle aus der Nähe und dann wird Stein, weil man diese Windturbinen auf Stein stellen muss, warum auch immer. Und wir haben auch etwas, das uns einen Fluss anlegt, wenn noch keiner da ist. So, soweit war dann auch das Tutorial. Dann hat sich das Land vergrößert. Und dann sah es so aus halt eben. Ja, mehr weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben jetzt 8% begrünt. Da haben wir also noch ein bisschen was zu tun. Würde ich sagen. Das heißt, hier unten bräuchte ich aber tatsächlich dann Steine, ne? Welcher war das denn mit den Steinen? Du bist das Flussding? Du bist das Steinding. Verstehe ich aber jetzt noch nicht, was du brauchst. Ja, wo ziehst du das denn raus? Das habe ich jetzt noch nicht benutzt, das Teil. Ach, das braucht Wasser. Okay. Wir haben hier einen fetten Fluss und da müssten wir dann einen Fluss anlegen, ne? Verstehe. Gut. Im Fluss spiegeln sich die Wolken. Das ist ein bisschen irritierend. Dann würde ich gerne, dass der Fluss da runterläuft, damit ich da unten Steine machen kann. Wie geht das denn dann? Das Ding.
Aber hier unten in der Ecke haben wir echt nicht viel Strom. Rot ist nicht gut, oder? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Was passiert denn jetzt? Kann man den auch wieder wegnehmen? Ich meine, er hat ja eigentlich seine Aufgabe getan. Offensichtlich nicht. So, und jetzt kann ich endlich da unten auch so ein bisschen Strom hinbringen. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen knifflig, dann am Ende so wirklich möglichst viel zu begrünen. Also zum Beispiel so die allerletzte Ecke da unten kriege ich wahrscheinlich nicht. Ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden jetzt mit diesem Anfang. Mein Tutorial-Anfang, der war so schön. Der hat alles ineinander übergegriffen. Kann ich euch jetzt erzählen, weil ihr seht es ja nicht. Man kann übrigens auch mit diesem Pfeil hier, was man gerade hingesetzt hat, wieder rückgängig machen, ne? Ich weiß noch nicht so genau, was das hier, diese Zahl bedeutet, weil die ist jetzt weniger geworden, ne? Haben wir irgendwie mit 1000 angefangen. Ja, das war hätte ich erst. Ich glaube, ich hätte erst das so ein Ding setzen müssen. Ne? Ich mach das mal wieder zurück. Das bringt es hier nicht so in der Ecke. Da kann ich noch eine Turbine hinsetzen. Warte mal. Ein bisschen aufpassen, was wir machen. Also wahrscheinlich wirklich ein sehr so entspanntes Game. Und ohne Mist, eben bei der ersten Aufnahme, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist eher so ein bisschen relaxter, stürzt mein Computer. Also, danke, dass du mich jetzt doch nochmal stresst. L-Form macht mich halt auch fertig, aber das ist Absicht, dass die jetzt unterschiedlich die Sachen unterschiedliche Formen haben, dass man halt irgendwie es nicht so leicht hat, das gleichmäßig zu begrünen, ne? Wie bekomme ich denn aber dieses das jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ich frage mich halt, ob ich irgendwann Game Over ist, weil ich irgendwas gemacht habe. Ich nicht mehr genug Ressourcen habe oder irgend sowas halt. Und ob sich die Landschaft auch ändert oder sowas. Warte mal, current climate, reach the target temperature and humidity for rewards. Also das ist das aktuelle Klima rechts unten. Ich habe mich schon gefragt, was das eigentlich ist. Und Feuchtigkeit. Und wenn man die richtige Temperatur und Feuchtigkeit erreicht, bekommt man irgendeinen Reward, irgendeine Belohnung. Aber wo genau bin ich jetzt? Bin ich bei... Also... Es ist X, wo ich bin, aber das ist...
maximal 50 Grad, minimal minus 30 und 100% Feuchtigkeit. Ach so, diese, wir sind dieser Kreis hier. Oder? Das heißt, also ich bin bei diesem, mir, dieser Kreis zeigt mir an, wo wir sind. Das wäre dann so bei plus, weiß nicht, 20, 25 Grad und noch recht hoher Feuchtigkeit. Ich weiß es nicht. Schmeiß mir nicht solche Diagramme rein, die ich nicht lesen kann. Das ist ja schrecklich. Jo, gerade mal gucken. Jetzt hier in den Optionen ist auch nicht mehr. Nee, okay. Also alles sehr minimalistisch momentan noch. Ich weiß nicht, wie weit die Demo halt abgespeckt ist. Diese L-Form, ich finde sie grauenvoll. Warum tut ihr mir das an? Warte mal, ich. Jetzt kann ich zumindest da so. Ich mein, kleines Eckchen wäre frei. Wieder Fluss. Fluss ist schön. Oh, mit Fluss kriegen wir irgendwie überall geht irgendwas hin. Okay. Ist irgendwie noch, immer noch ein bisschen irritierend, finde ich, dass der Fluss den Himmel spiegelt. Ich meine, ja, das ist auch in echt so ein bisschen, aber es ist in so einem Spiel wird es so ein bisschen komisch. Machen wir doch mal dich dahin. More Energy. Eins weiter hoch. Weil der Fluss ist ja auch schon. Das gefällt mir. Hier sieht's schön. Also hier haben wir ganz gut das jetzt Decken, vielleicht ein Deckenkind hinbekommen. Hier sind diese drei Dinger, aber ansonsten, hier ist halt doof. Hier finde ich ganz katastrophal. Kann man vielleicht noch fixen, aber hier, konzentrieren wir uns hier auf die Ecke. Die sieht schön aus. Wir sind bei 60%. Also ich probiere mal halt eben, also ich glaube mal, dass 100% Begrünung nicht jedes einzelne Fleckchen bedeutet, weil man das glaube ich auch gar nicht hinkriegen soll. Wir gucken mal, wir treiben das mal auf 100%, dann gucken wir, was passiert. Dazu brauche ich aber jetzt wieder mehr Energie auch, dann mehr Steine. Ich glaube, die Ecke bleibt aus da unten. Okay, so dicht darf ich das nicht setzen.
Ich muss da was. Ich glaube, ich muss Fluss hier irgendwie hinkriegen noch. Das wird sonst nicht funktionieren, ne? Weil die Turbinen hier am Rand kommen nicht so weit. Das war aber gerade so nicht bis hinten. Toll. Oh, you've run out of resources. Ich habe zu weit vorausgeplant wahrscheinlich, weil ich glaube, wenn ich das hier begrünt hätte, hätte ich wahrscheinlich Ressourcen zurückbekommen, ne? Kann ich das? Warte mal. Ne, wir brauchen das grüne Ding. Genau. Also ich wollte dann so ein bisschen vorausplanen, wenn es diese grünen Dinger setzen, also die wirklich dann das Gras machen, aber dann hat man keine Ressourcen. Ah, okay. Hast du dazugelernt? Ich habe jetzt 160 noch. Okay, lass mich nachdenken. Dann. Machen wir dich hier. Weil die sind halt sehr groß und ich wollte natürlich schon damit mit einem möglichst viel abdecken. Naja gut, aber es geht auch so. Ich gebe diesen Spielstand noch nicht auf, soweit ist es. Das kommt gar nicht in Frage. Oh nein, 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 nein. Ich bin wieder am Arsch. Es hat nicht gereicht. Es hat trotzdem nicht gereicht. Ich kann kein Dings mehr bauen. Schade. Okay. Ich kann das, glaube ich, jetzt auch nicht nochmal fixen. Oder ich setze das zurück. 58. Das wird mir nichts bringen, weil ich kann das nirgendwo mal hinsetzen. Nee. Wir haben es bis 72% geschafft. Ich hätte es gerne 100% geschafft, ich muss zugeben. Sollen wir mal Restart machen? Ist das dann dieselbe Karte? Oh, warte, jetzt. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Dieses Kreuz. Wir sind doch das Kreuz. Also unser Standpunkt ist das Kreuz. Das ist nämlich, und das ist ideal. Also der grüne Bereich, da ist ideal. Auf dieser Klimakarte, die Klimadiagramm da unten. Und das muss ich dahin bewegen. Jetzt verstehe ich das gut. Ist das jetzt dieselbe Karte nochmal? Hat uns das jetzt, hat mir vorher schon 1300 oder hat es mir jetzt mehr gegeben, weil ich gefailt habe beim letzten Mal? Nee, es hat mir nicht dieselbe Karte gegeben. Also für mich ist momentan nur die Frage, wie ist die Langzeitmotivation von dem Game? Wenn man es einmal auf, deswegen, ich müsste im Prinzip einmal auch auf 100% schaffen und gucken, was passiert dann. Und gibt es dann halt in eventuell dem Hauptspiel noch irgendwas, also mehr andere Karten, andere Gebiete, andere Biome, irgendwas, was einen dann halt motiviert, da immer wieder anzufangen oder immer wieder weiterzumachen. Man sollte wahrscheinlich wirklich so ein bisschen drüber nachdenken, wie man die Sachen da so hinsetzt. Ich
will es jetzt aber für die Aufnahme hier nicht übertreiben. Aber das Ziel ist ja schon, möglichst mit wenig viel zu erzeugen. Hier schon mal den Fluss hinsetzen. Vielleicht kriege ich ja die untere Ecke ja diesmal ein bisschen besser hin. Aber ich bräuchte auf jeden Fall dann eine Turbine dann in der Ecke. Ist die Frage, ist das eine gute Idee, ne? Oder ob man lieber die Ecken dann ausspart und dann in der Mitte halt seine 100% macht. Ich plane halt wirklich lieber so ein bisschen voraus, aber ich meine, noch habe ich genug Material dafür, also Ressourcen dafür, aber halt nicht mehr. Mist, das passt doch nicht ganz. Ich wollte. Im Prinzip ist jetzt das eine Ding war jetzt im Weg. Der Scrubber. Ich glaube, da hätte ich es am liebsten hingesetzt, wo der Scrubber gerade war. Das möchte ich. Ne, schon so. Oh mein Gott. Jetzt ist wieder. Ah, ich. Wieder dahin. Ich will es dahin setzen, aber es geht nicht. Ich kann es ja nicht übereinander setzen. Da ist nämlich eigentlich zu hoch und da ist zu niedrig. Probleme. Oh, hier mal ein bisschen weiter. Wahrscheinlich auch mein Problem, dass ich immer möglichst viel erwischen will, ne? Möglichst kein Fleckchen auslassen, aber. Das ist teilweise wahrscheinlich echt Verschwendung dann. Wie machen wir das denn? Nee. Stimmt, es zeigt mir auch immer eine Zahl an. Ach, ich gucke immer nach den
Umrandungen, aber es zeigt ja über dem Ding, was man da bauen möchte, eine Zahl an. Das heißt, man sieht dann ja im Prinzip auch schon das Maximum, was man hinkriegen kann. 93, 89, 83, 89. Das heißt, ich müsste im Prinzip so. Wobei ich wahrscheinlich immer so eine Mischung aus maximal Zahl und dass halt nicht so viele Flecken frei bleiben versuchen wollen würde. Wenn ich da oben noch so ein Ding. Okay, besser, bisschen besser. Nein, ich habe gerade einmal gezuckt und schon versetzt. Falsch gesagt, so. So. Kann man dich? Nee, du stehst zu nah. Na gut. Haben wir noch so einen Mini-Fluss? Kann ich das hier irgendwie wenigstens abschließen? Das wird nicht ganz gehen. Ja, die Ecke da ist doof. Ich glaube, die wird genauso schlimm, oder? Das komplett begrünen. Okay. Eine kleine grüne Insel. Mit einer Lücke. Okay, wir sind bei 79. Ich denke, es läuft ein bisschen besser als beim letzten Mal.
erstmal hier oben das. Das ist, glaube ich, wieder hier Unsinn. Das kriegen wir nicht. Verschwendung. Irgendwie das Gefühl, mein Bild flackert immer ein bisschen, wenn ich das hier so bewege. Komisch. Toll, jetzt wo ich das fest gemerkt habe, nervt es mich wohl. Warte, wir sind bei über 100%. We have successfully repopulated this wasteland mit Pflanzen. Also, wir haben das Ödland erfolgreich mit Pflanzen bewachsen. Jetzt muss ich die Biodiversität hochtreiben. Indem ich drei Biome wiederherstelle. Drücke irgendwas Tab. Ah, zwei. Für neue Gebäude. Okay, also dann dachte ich mir schon, dass ab 100% irgendwas passiert. Wir kriegen natürlich neue Gebäude dazu. Das wäre sonst wahrscheinlich auch ein bisschen lame irgendwie, wenn das jetzt alles gewesen wäre. Schön. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt dazu ein Research Center. Das reduziert die Kosten von den Scrubber, den Pumpen und also, okay, generell Kostenminimierung. Haben wir hier dann das Hydroponium macht Feuchtland, so Sümpfe und sowas wahrscheinlich. Hat aber bestimmte Voraussetzungen, nämlich das muss in der Nähe von so einem Irrigator sein. Das waren welche Dinger nochmal? Die Wasserdinger wahrscheinlich. Warte. Nee, das ist die Pumpe. Ach nee, Nähe von so einem grünen Ding. So ein Begrünungsding. Okay, ich bin auf 2. Nicht erhöhtes. Ja, okay. Begrünung, Wasser und flache Landschaft braucht das. Dann haben wir Beehive. Wir haben Bienen. Nice. Für Blümchen. Und wir haben etwas, das uns das Arboretum, das uns Wald macht, Bäume, braucht aber Asche. Asche. Haben wir überhaupt irgendwo Asche in unserem... Ich nehme an, wenn unsere Map hier voll ist, mehr oder weniger kriegen wir wahrscheinlich auch wieder was dran gesetzt. Das könnte ich mir vorstellen, sonst würde das ja keinen Sinn ergeben auch. Solar. Aber allowing... Was? Allowing for the lighting of fires. Da verbrenne ich mir jetzt mit dem Ding meine eigenen... Verstehe ich noch nicht so genau. Also wir kriegen Sonne mit dem Ding, aber... Also Solarenergie, Sonne... Ich verstehe aber nicht genau, was das macht. Desiccator? Ja, hier haben wir aber... Das heißt, genau, start to control burn. Also wir machen unsere Asche doch selbst. Vögel! indem wir so ein, in der Nähe von so einem Solarding das da hinsetzen. Ah, okay. Ist ja kompliziert. Angenommen, ich würde hier zum Beispiel Wald da hinten dann haben wollen. Ich fange mit dem kompliziertesten an. Kann es sein, dass es irgendwie ein bisschen ruckelt jetzt? Teilweise.
Ich muss mal ein bisschen rumspielen hier. Ach so, ich kann dich hier nicht hinsetzen, weil du brauchst Energie. I have no energy für dich. Okay. Dann machen wir das. Ich wollte hier noch ein bisschen was begrünen. Gucken, ob ich das noch begrünen kann, um das mit dem Wald noch ein bisschen auszuweiten. Aber egal. Solar. Was brauchst du noch? Ach, Blumen. Ach, das ist ja schade. Das heißt, man. Es braucht richtig viel Voraussetzung, um eigenes Ascheland zu machen, weil du brauchst erstmal die Blumen, also den Beehive und dann das Solarding und dann kannst du da. Ich habe kompliziert. Ich habe hier nur so einen Baum. Das heißt, wir müssen erstmal aufbauen und dann wieder zu zerstören, um dann wieder aufzubauen. Verstanden? Ich meine, das ist voll schön, Bienen und so und dann aber. Stellen wir so ein Ding dahin und machen alles wieder kaputt. Kontrolliertes Abbrennen für Asche. Oh mein Gott, das sieht nicht kontrolliert aus. Ah, wo geht das denn überall hin? Was nennst du kontrolliertes Abbrennen? Hätte man irgendwas machen müssen, damit es wirklich noch kontrollierter wird? Habe ich den Radius unterschätzt? Ich brenne einfach alles ab. Wir zerstören alles. Okay, cool. Zerstör doch einfach alles. Das war jetzt mehr als irgendwie. Starts a controlled burn. Das sah alles anders als kontrolliert aus. Und jetzt? Das hier. Okay, damit retten wir es wieder. Das heißt, das Ding. Schade, dass man nichts einreißen kann. Im Prinzip hätte ich das noch wegnehmen müssen da. Ich will das nämlich jetzt nicht nochmal abbrennen. Aber schön, das geht auch ganz gut, ne? Kostet aber auch viel. So. Schön Wald. Die Bienen sind übrigens auch noch da, die Bienenwiese. Da können wir noch Bienenwiese machen. Blumenwiese meine ich, also für Bienen. Bienenwiese. ja, auch nicht. Und ich wollte mal noch dieses Wasser ausprobieren. Also dieses, ja, so Feuchtgebiet. Wo können wir das denn machen? Ach, da setze ich auf diese Dinger. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hier zum Beispiel. Cool. Das erhöht wahrscheinlich unsere Humidität, ne? So, jetzt sind wir nämlich auf dieser Linie. Das heißt, wenn wir jetzt noch nach rechts, dann treffen wir diesen grünen Punkt. Wie gehe ich jetzt nach rechts? Das ist die Frage. Welche Achse ist denn jetzt? Das war jetzt Temperatur. Ich glaube, wir sind aber bei Temperatur, oder? Die richtige Temperatur. Weil wir bräuchten noch mehr Feuchtigkeit. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Also wir haben im Prinzip jetzt die ideale Temperatur, jetzt bräuchten wir noch Feuchtigkeit und dann treffen wir irgendwann diesen idealen Punkt hier. Unser Klimaziel haben wir dann erreicht. Wahrscheinlich ist dann Game gewonnen oder so. Möglich, möglich, möglich.
Hat der Wald Feuchtigkeit eigentlich auch gegeben? Weil ich meine, so ein Wald ist wahrscheinlich insgesamt feuchter als eine Wiese, oder? Wir begrünen mal da hinten vielleicht noch. Ja, schwierig. Oh, das. Ich habe das übersehen. Das können wir noch machen. Ja, das ist immer, weil du musst halt auch, die Pumpe muss halt auch irgendwie im Energiebereich sein und das funktioniert so aber nicht. Shit. Ich das Solardings schon gesetzt, das heißt, ich kann das jetzt nicht mehr abreißen, ne? Ich kann immer nur eine Sache abreißen, ja. Verdammt. Kann ich irgendwie. Ich krieg ja da in die Ecke, ich krieg keinen Strom in die Ecke, ne? Wie ich es mache. Schade. Dann erweitern wir nur gerade mal hier noch ein bisschen. Weiß nicht, ob ich das Ziel erreiche, weil ich glaube, ich nicht genug Feuchtigkeit aufbauen kann. Mit dem, ja, mit dem Fluss war wieder so ein Fail. Schade. Das heißt, die Dinger hier. Ist halt Wasser. Nicht so viele Stellen, wo die sitzen und ich Wasser habe. Würde das gehen? Ja, es bringt es aber, glaube ich, nicht so, ne? Ein bisschen. Sehr minimal hat es das jetzt gebracht hier in der Ecke. Ja, doch, okay. Also Wald bringt mich auch in Richtung Feuchtigkeit. Das sind echt nur so ein paar kleine Dinger noch. Angenommen. Ich frage mich, ob ich doch irgendwie damit das hier noch erreichen kann. Also, weil der Wald breitet sich ja zum Beispiel ein bisschen weiter aus als die anderen Sachen. Ich da so ein Ding hinsetze. Jetzt brennen wir da wieder gezielt Dinge ab. Oh Gott. Das wird jetzt wieder ganz übel. Ah. Okay, das ging. Das war nicht ganz so dramatisch. Weiß nicht, ob es das gebracht hat.
glaube, es hat mich eher wieder zurückgesetzt. Nee, okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Weil da, ja gut, es ist natürlich nur bis dahin gegangen, weil da ist ja kein Grün. Gibt Sinn. Wie machen wir das denn? Research Center habe ich gar nicht gebaut. Hier müsste das doch aber gehen, wenn ich hier noch so ein Ding baue. Du hast es wieder nicht nah genug im Wasserkran gewesen, Moment. Doch. Besser, besser. Ich will wenigstens so in den grünen Bereich da kommen. Dann haben wir halt eine Waldregion und eine so eine Feuchtgebietregion. Kann ich da unten vielleicht noch? Nee. Keine Chance hier unten, ne? Oh, warte mal. Das. Achso, nee, das sah irgendwie gerade anders aus, das Ding. Ich dachte, das wäre neu. Kann ich. Ach, kann das sein, weil der irgendwie. Hey, wieso ist der auf einmal so klein? Hä? Kann das sein, dass der wegen der Forschung jetzt anders ist? Weil vielleicht können wir da doch noch irgendwie einen Fluss machen jetzt. Ja, okay, wir nähern uns der Sache. Das sieht schon besser aus. Okay. Blöd, wenn der Fluss nicht in den Fluss mündet, finde ich. Aber okay. Das war, habe ich jetzt blöd gemacht. Ich hätte ihn, glaube ich, okay auf die andere Seite setzen können, das Ding. Wir kriegen diese Ecke hier noch hin.
Also mit hier Wasser, das ist schon ganz gut. Ein bisschen und dann glaube ich noch ein bisschen Bienen und dann vielleicht mal gucken. Jetzt müsste ich aber wieder mal gucken, weil ich raff manchmal nicht, warum ich, wenn ich zwei anklicke, es nicht rüber wechselt. Okay. Okay, das sieht schon sehr gut aus. Aber es ist noch kein Haken. Ich habe noch keinen Haken. Wenn wir einen Haken haben, reicht's. Jetzt. Okay. Jetzt müssen wir nur noch Bienen bauen. Und dann müsste eigentlich passen. Jetzt haben wir genug Feuchtlandschaft. Und dann, also Feuchtgebiet, warum man das nennt. Müssen wir noch ein paar Bienchen. Für mehr Blumen. Da müssten wir hier noch was fixen, glaube ich. Vielleicht kriegen wir es dann hin. Könnt ihr das so fixen, dass da. Oh, bitte verbinde dich. Nee, Wasser läuft nicht. Schade. Ich habe gehofft, ich kann das jetzt nicht drehen, dass da das Wasser runterläuft, aber so funktioniert es dann doch nicht. Aber so. Okay, ich glaube, wir kriegen das doch noch hin. Oh, ich würde das zu gern abbauen können, das Ding, das Fette da. Ich hätte manche Windräder so ein bisschen gerne enger setzen können. Gut, gehen wir erstmal in die Richtung. Sehr schön, sehr schön. Wir sind fast angekommen am Ziel. Ich möchte das hier noch grün machen, wenn ich noch genug Ressourcen habe dafür. Dann wäre es perfekt für mich. Jetzt bräuchte ich aber einmal noch ein bisschen Steinchen. Na, das nicht funktioniert. Ja, das ist keiner. Da unten wäre das dann okay. Ich muss hier hinsetzen. Kannst du nicht irgendwie alles abdecken? Nein. Ich werde. Ich bräuchte allerdings einen Baum in der Nähe. Aber der reicht wahrscheinlich sogar schon. Schön. Oh, und wir kriegen mehr dazu. Okay, die Biodiversität haben wir wieder hergestellt. Jetzt können wir sauber machen. Was? Ich muss ein Airship. Construct ein Airship. Und ich soll ein Airship bauen, was? Und bekomme Wettertechnologie. Warte, 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 warte. Hä, warte. Hä? Das baut man mit den recycelten Materialien von anderen Strukturen. Muss am Fluss gebaut werden. Die
Die Drohne sammelt Recycle-Material. Recyceltes Material. Das Silo. Ah, das, ja, das demontiert irgendwie die Gebäude, die ich vielleicht auch nicht mehr brauche. Aber geht dann, das Grün geht dann nicht zurück. Oh Gott, was? Was macht der Loading Dock? Der holt sich, aber ich dachte, also der braucht die Drohne und Wasser. Damit belädt er die Drohne, aber bräuchte man den nicht vor der Drohne? Na, egal. Sorry, mein Handy. Und das ist. Da können. Das ist wie so ein Staudamm. Nicht Staudamm. Wie heißen die denn? Dass halt die Drohne über Wasserfälle kann. Das heißt nicht Staudamm, aber. Heißen die Dinger denn? Ich weiß es leider gerade nicht. Fällt mir nicht ein. Okay. Oh, kompliziert erstmal irgendwie. Und das ist jetzt Wetter. Da können wir die Humidität, also die Feuchtigkeit hochtreiben. Das Ding braucht das Solarteil, um die Temperatur zu verstärken. Okay, also diese Wetterdinger sind. Also wir müssen immer ja gucken, dass wir wahrscheinlich in diesem grünen Bereich bleiben und die helfen uns, denke ich, dabei. Das wird jetzt alles länger als gedacht, weil ich dachte, die Demo ist vielleicht halt auch nicht so. Liefert noch nicht so viel. Wir haben Tiere. Aber irgendwie schon. Liefert fast zu viel. Im Prinzip hätten sie jetzt so machen müssen und jetzt stopp, jetzt siehst du, was du machen kannst in der Hauptversion, damit ich die kaufen will. ein Bär. Airship. Weiß gar nicht, hier könnte ich es hinpacken, ne? Die Drohne, die soll ja sammeln. Habe ich mir überhaupt genug Materialien dafür? Das ganze Zeug. Das Silo. Das mal hier. Ich weiß, ich verstehe das Silo, glaube ich, noch nicht so ganz. Was bringt mir das? Ich meine, ich krieg Kosten zurück im Prinzip, ne? Nee. Ich bin. Hä, das ist doch weniger geworden. Es entfernt andere Gebäude und lagert ein Teil von ihren Kosten. Das verstehe ich nicht, was mir das bringt. Weil ich habe mehr Ressourcen, wenn ich das nicht hinstelle. Ich meine, wenn es diese Ressourcen einschließt, aber wie komme ich dann an die gelagerten Ressourcen ran? Also das Silo raff ich noch nicht, ehrlich gesagt. Den Loading Dock. Packen wir den hin. Woran erkenne ich dann, dass der. Oh. Ah ja, okay. Der macht dasselbe wie das Silo, nur dass die Drohne da halt wenigstens Zeug abtransportieren kann, das dann halt in den Bau des Luftschiffes geht.
Das finde ich noch ein bisschen strange alles. Also das mit dem Luftschiff habe ich noch nicht so ganz. Ich musste ja, ich glaube, echt richtig viel abbauen dann. Also alles, was ich aufgebaut habe. Wir bauen wieder alles. Wir zerstören wieder alles, was wir aufgebaut haben, irgendwie so. Wir probieren es. Wir machen es einfach mal ein bisschen. Ich meine, es ist irgendwie ja Recycling. Im wahrsten Sinne, aber. Ich meine, weil was wächst, ist ja dann ja auch da. Das heißt, ich brauche den ganzen Kram nicht mehr. Ich müsste vielleicht. Kann ich mal. Ich müsste hier den Fluss verbinden. Ich kann es halt auch nur am Fluss machen. Ich weiß halt nicht, ob wir genug Fluss haben, dass die Drohne überall hinkommt. Bisher ist, glaube ich, Temperatur, klimamäßig, glaube ich, noch alles okay. Ich glaube, ich muss noch nicht von diesen Wetterdingern irgendwas aufstellen. Oder. Ach so, dann. Kann ich vielleicht eine Kombi machen. Wenn ich das Silo nämlich irgendwo hinstelle, wo der Fluss ein bisschen weiter weg ist, greift die Drohne dann auf das Silo zu? Ich weiß es nicht. Der ist halt blöd hier im Weg, ne? Wie kann ich? Ich muss irgendwie den Fluss da eröffnen für die Drohne. Ne. Ja, funktioniert das? Es geht in das Feuchtgebiet, aber es geht nicht. Ich weiß nicht, ob die Drohne dann dahin kann. Ich nehme es erst nochmal weg. Aber ich habe halt eh nicht so viel Fluss. Wenn ich da das Silo hinbaue und dann hier das so, das. Also. Kann das das dann? Ja, das nimmt es dann mit. Okay, dann verstehe ich das Silo. Das Silo hilft mir, da wo die Drohne halt nicht hinkommt, wenigstens noch ein bisschen was mitzunehmen. Aber ich glaube, das funktioniert. Also, es reicht bei uns trotzdem hier nicht mal, wenn nicht genug. Trotzdem die Flusswege zu kurz sind insgesamt. Auch mit Silo. Ja, im besten Fall, ja, irgendwie muss man es hinkriegen, dass man alles, was man aufgebaut hat, halt wieder abbaut, dass dann nur die Natur übrig bleibt. Und wahrscheinlich hebt man dann mit dem Luftschiff ab und überlässt die Landschaft dann sich selbst. Was eigentlich sehr cool ist. Also cooles Konzept irgendwie auch. Wie ist das denn? Kann ich das Silo, sagen wir, ich setze hier eins hin. Und dann setze ich hier eins hin. Nimmt das dann das weg? Oh ja, okay. So kriegen wir es hin. Wenn.
Ja gut, dann bauen wir noch eine Silo. Ich muss wieder an den Fluss kommen, wo wo die Drohne auch hin kann. Kann die Drohne da, kann sie lang. Da müsste ja jetzt ja alles dann drin sein, jetzt von hier oben. Kommt sie? Ist schon sehr cool gemacht. Gefällt mir, muss ich schon sagen. Ich will mal jetzt wissen, wie viel das dann ist. Das war schon 58, okay. Das wird nicht erst, die Anzeige wird sofort erneuert, nicht erst, wenn das die Drohne da ist. Ja, genau, okay. Das sind dann 64. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das hier noch. Kann ich das mit dem machen? Das kann ich auch mit dem machen. Also wenn man es kann, sollte man es damit machen, weil das halt weniger kostet. Dann haben wir da hinten das Ganze noch. Das muss ich aber mit Silo machen. Kommt es? Ich sehe nicht. Ich glaube, das kommt nicht in den Fluss hier rein. Oder? Bist du verbunden? Doch, du bist verbunden. Das konnte ich nicht sehen wegen dem Baum. Zurück. Das hat nicht beides aufgenommen, ja. Es reichte nicht ganz, verdammt. Neunundsiebzig. Wir müssen an die Ecke noch rankommen. Vielleicht klappt's dann, ne? Sieht schon ganz gut aus. Ich das Schiff in die Ecke bauen sollen. Oh nein, ah, das hat zurück, zurück. Das hat das Silo nicht mitgenommen. Ich hab da nicht aufgepasst. Das reicht nicht ganz. Ich leider noch ein Silo. Dann packe ich, baue ich erstmal das ab. Oh, das Ding ist übrig, echt jetzt. Oh, das magst du jetzt nicht. Na, wieso habe ich jetzt so ein rotes Ding da? Verstehe ich nicht so genau, was das rote Ding da bedeutet. Das sind jetzt bei 91%. Das sind 89. 100, warte, hier 100. Also muss die Drohne da nur noch rankommen. Jetzt sind es wieder nur 98. Scheiße. Weil ich halt ein Silo mehr bauen musste, ne? Doch, es hat geklappt. Es hat
hat geklappt, wir haben alles abgebaut. Ready for take off. Genau, und wenn man in der Zeit irgendwie sein, vielleicht sein Klima verkackt oder so, kann man die Dinger dann noch... Also ich habe das Wetterdinger nicht gebraucht, ne? Wollen wir? 3, 2, 1. Los geht's. Wir belassen die Natur jetzt sich selbst und haben aus dem Ödland wieder eine wunderschöne Landschaft gemacht. Mit ein paar braunen Flecken. Toka, 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 toka. Achso, die Drohne wird auch mitgenommen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist aber nett. Wir nehmen unseren ganzen Schrott mit. Wasteland reclaimed. Ach, hübsch. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Fliegt man jetzt zu einem anderen Wasteland? Ich fliege raus. Oh mein Gott. Okay, ich habe das jetzt nicht erwartet, dass noch irgendwas kommt, wirklich so. Oh, grün da unten. Das haben wir grün gemacht. Terranil, Wishlist on Steam Now. Ja, entweder, also ihr müsst eigentlich nicht mehr wishlisten, ihr könnt es direkt kaufen, das ist ja schon raus. Und wahrscheinlich werde ich das sogar machen, weil es ist echt ein sehr schönes und liebevoll gemachtes Game. Es war jetzt doch auch spaßiger, als ich erwartet habe. Und es, ja, mich würde es, glaube ich, auch interessieren, ob es jetzt dann im Hauptgame auch nochmal andere Biome oder sowas dann gibt oder halt andere Landschaften. Also, dass wenn ich jetzt diese eine Ecke da unten begrünt habe mit dem Schiff, dass ich woanders hinfliegen kann oder so. Ich muss mal gucken. Wenn ich kann, werde ich es mir holen und ihr könnt es natürlich auch euch holen und das mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.